Howdy, Toys and Girls, Mahlzeit. Ich bin Toom, euer Toomander, der euch mal wieder durch den Super Toy Club führt. Heute ein ganz besonderes, naja, was heißt ganz besonderes, ne? Aber wir machen mal wieder. Schauen wir uns erstmal das Bild von letzter Woche an, und zwar von dem Gewinner Shumi. Spannung steigt. Und da ist es auch schon. Shumi hat ein Bild gemalt, was auf jeden Fall der Norm von YouTube gerecht sein sollte. Ist es die weibliche Reinkarnation von Michael Jackson? Also nicht wegen der Hautfarbe, sondern irgendwie so wegen der Ausstrahlung. Super nice STT-Style auch noch drauf. Ich glaube, das ist nämlich genauso, wie ein Thumbnail auf YouTube auszusehen hat. Ein Drittel Gesicht, ein Drittel Text und eigentlich dann noch so ein paar Wörter, die in dem Video vorkommen. Aber mit Super Toy Club sollte das so eigentlich passen, ne? Also wenn das nicht reinhaut, dann weiß ich auch nicht. Gut, danke Shumi, wunderschön. Ich freue mich schon, das einzusetzen. Dann kommen wir mal zum Thema. Und zwar, wie ihr schon an meinem Outfit seht. Heute wird es auf jeden Fall mal wieder richtig hart im STC. Wir reisen durch die Zeit mal wieder. Es geht um die härteste Zeit, wo Zigaretten noch ohne Filter geraucht wurden. Wo ein Mann und ein Pferd mehr wert waren als ein Gold vollgetankter Mercedes. Und das Kaninchenragout immer gut mit Schrot gefüllt war. Ja, genau, wir reden über den Western. Und das Wort, was wir heute malen, S-A-L-O-O-N, der Saloon. Malt mir einen Bartresen, malt mir eine Kneipenschlägerei. 30 Minuten an die Mäuse, auf die Plätze, los. Kevin Schulzbus, jawohl, ein Doppelkolder. Locker aus der Hüfte wird hier geschossen. Guckt euch mal diese krummen Dinger an. Dieser Colt ist so verbogen. Ich würde mich nicht wundern, wenn man sich damit in den eigenen Fuß schießt. Ah. Geil, Alter. Da haben bestimmt nicht nur Platzpatronen drin. Molotowski. Da kommt der Style geschmeidig in den Saloon hineingewatschelt. Alle gucken. Wer ist dieser Fremde? Ist das dieser Saloon, von dem alle reden? Leute, passt auf, Alter. Der stylt schneller als sein eigener Schatten. Guckt euch das an, ja? Nicht mal 5 Minuten, der Style steht hier schon. Aber wo ist der Toy-Faktor? Emperor 84, auch hier mit dem Saloon. Das ist jetzt der 3. Saloon oder der 4. Ich bin mal gespannt, da gibt es bestimmt eine ordentliche Bardame zu sehen. No Bullets, meiner. Junge, was sehe ich denn hier? Was für ein dicker Schinken. Ich wusste gar nicht, dass das schon Trend war damals im Wilden Westen. Ganz schön anstößig. Ja? Junge, Alter. Das S, die hier einfach kein Buchstaben zusammenpasst. Die O's, die hauen hin. Aber eigentlich sehen die O's auch aus wie ein riesiger... Schnell weg hier. Rob Design, meiner. Mir ist letztens mal was aufgefallen beim Videoschneiden, Rob. Du hast halt wirklich legit, seitdem du das erste Mal hier bist, malst du den gleichen Style. Was ist da los mit dir, Alter? Gibt es da keinen Progress? Also kein Progress nach unten? Oder nein, ich glaube, Rob ist halt schon ganz unten. Schlechter als das kann man ja eigentlich nicht werden, so, ne? Jo, der Saloon, ja? Der Saloon sieht aus wie so eine schäbige Eckkneipe irgendwo in Berlin-Marzahn. Oh, die Hartz IV Saloon Bar. Komm, heute Abend, Freitag, 30. Bürgergeld ist da. Heute Abend komme ich nicht mehr klar. Shumi. Junge, Alter, was ist denn das für ein Pfeildesign hier? Das N sieht aus wie ein Urmensch, der einen Speer wirft. Oh, hier eine Western-Szenerie. Ein Einhorn, ein Cowboy. Schön in der Dämmerung. Oha, die Details. Ja, ja, pixelgenau wieder. Weird. Das sieht erstaunlich geradlinig aus, was du hier malst. Also, architekturmäßig hätte ich gedacht, dass da ein bisschen mehr von dir kommt. Ja, wenn man daran denkt, wie sein letztes Bild aussah bei, was war das, Klotz, Keule? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, da war ein M mit bei. Jim.
Nee, Jim war es auch nicht. Ich bin verwirrt. Den ganzen Saloon Holka-mäßig vollgemullert, was da die Bardame dazu sagt. Einer muss auf jeden Fall zur Rechenschaft gezogen werden für diese Straftat. Kevin Schulzbus. Uff. Junge, Alter. Hier wird aber scharf geschossen. Der ganze Style schon durchlöchert. Der Saloon ist in einen Hinterhalt geraten. Oh, Alter. Geil, Alter. Diese zerfetzten Lines hier. Die zwei Wummen, Alter. Richtig heiße Dinger. Geil, Alter. Wenn da jetzt am Ende noch so ein bisschen Rauch rauskommt oder so. Bisschen Glühstyle oder so. The Toy, the Bad and the Ugly. Hier bei Kevin Schulbus. Yeah! Ja, jetzt auch noch geile Toy-Sterne mit dazu gemalt. Schön unförmige Dinger. Meet the 420. Ein Western-Style mit extra dicken Serifen. Immer geil für ein Blockbuster-Piece. Ja, also Meet the 420 hat auf jeden Fall schon ein bisschen Style gelernt. So, ne? Das muss man ehrlich sagen. Da war auf jeden Fall ordentlich Progress gewesen in der letzten Zeit. Ne? Das sieht man auf jeden Fall. Junge, der Cowboy, Alter. Alles dabei. Halfter, Sporen, Hut, Kippe, lässige Pose und sein Pferd natürlich auch mit in der Bar. Kommt dein Pferd in die Bar, fragt der Barkeeper, warum machst du so ein langes Gesicht? Empor hier. Was ist los? Was hat sich hier verändert bei Empor? Ein richtig detailversessener Typ. Er nutzt aber auch jede Gelegenheit aus, um zu zeigen, wie schön er gerade Linien malen kann und wie schön parallel vor allem. Ja, Schatten, Perspektive, sitzt wie eine Eins. Richtige Bretterbude mit zwei Etagen. Unten Kneipe und oben rote Laterne. Das Interplacement zum Nachsteiger. Also wenn wir hier noch so ein paar Girls oben an den Fenstern stehen sehen. Erstmal ein Gute, ich grüße euch alle. No Bullets. Gibt sich auf jeden Fall heute auch schon wieder richtig Mühe, ne? Leute, guckt euch diese S's hier an, ja? Das ist genau das S, was ich früher gemalt habe in meinem ersten Namen. So, ich call jetzt mal, was mein erster Name war. Wir haben ja letztens drüber gesprochen, über schlechte Graffiti-Namen. Namen, die es halt überall gibt und die halt einfach so ganz normale englische Sachen sind, so wie Take oder Task. Und mein erster Sprühername, womit ich auch ein Bild gemalt habe, ja. Mein allererstes Bild mit 9 Jahren. Soap. Und wenn ich das Tag gemacht habe, sah das halt genauso aus. Ich habe genau das gleiche S gemacht, Alter. Rob. Geil. Ein Wanted-Plakat. Most Wanted. Rob the Kid. Rote Haare. Na, wer das wohl sein soll. Aber immerhin Wanted schon mal richtig geschrieben. Gibt schon mal einen Pluspunkt. Schumi. Junge, Alter. Ey, das kann nicht sein, was er mit Paint malt, Alter. Willst du mich veräppeln? Ist das das Mädchen von der Farm, was gekidnappt wurde von den schlimmen Typen? Nee, oder? Du bist verrückt, Alter. Du bist geisteskrank. Ach, herrje, Alter. Ach, du Scheiße, Alter. Ich glaube es nicht. Bei Weird, damals im 18. Jahrhundert, hatten die also schon Chrom und Hitzerot am Start. Oder haben die da Blattsilber rangehauen? Ja, geiler Blockbuster-Style auf jeden Fall. Auch die O's, die Punkte in den O's drinne. Oder in den einem O. Auf jeden Fall sind die Jalousien noch geschlossen. Ich glaube, der Laden, der macht erst nach 12 auf. Dinsky. Ja, ist das ein Pferd oder soll das eine Ameise sein? Was zum Teufel ist das? Ja, Alter, und er hier sieht halt auch aus wie so ein abgerissener Farmer-Typ. Also das ist ja mal der krasseste Low-Budget-Cowboy, den ich jemals gesehen habe. Dann hier noch so zwei Turbo-Fächer-O's. Sieht aus, als ob das halt irgendwie aus einem Skyliner rausgeflogen ist. Auf jeden Fall Saloon und Waffenladen in einem, ja. Das kommt an den Kühlschrank. Schulzbus. Jo, guckt euch mal den detaillierten Style an, Alter. So viele Lines. Only Style-Writing. Kein Schatten, keine Blocks, sondern halt eine Backline, die ein bisschen dicker ist, die das alles schön einfasst. Was sind das hier unten? Sind das Pfeile? Das sehen aus wie zwei Kippenstummel oder so. Junge. Ach, das sind ja die Projektile. Klar, wenn man die Schussbahn sieht, hier so, das knallt, Alter. Meet the 420, Buchstaben aus Gold und eine Outline aus Indianerblut. Und die Blocks sind mit den Haaren der Skulls gefüllt. Ja, Alter, ich will es gar nicht sagen, aber das eine O sieht aus wie ein
Darf man Katzenpoperze sagen im Stream? Darf man das? Poperze? Das Saloon ist nicht wirklich pink, oder? Geil, Alter. Der härteste Saloon in ganz Ohio. Da sind bloß Cowboys erlaubt, die Halstücher tragen. Tutler, rosa Bar. Molotowski. Hier ist das Glas leer. Das kann auf jeden Fall nicht angehen. Molotowski, es sind noch 4 Minuten. Und hier ist der Bierkrug noch leer, ja? Also ich möchte, dass hier noch das Bier mit schön lauwarmer, abgestandener Pisse gefüllt wird. Genau so muss das sein. So mag ich das. Empor. Auch geil. Trap House Saloon. Wer da reingeht, kommt nicht mehr raus. Vielleicht ist es halt auch ein bisschen metaphorisch zu sehen, ja. Der Typ hier drinnen, das ist der Alkohol. Das ist die Alkoholsucht. Und wenn du da einmal reingehst in den Laden, ja, dann kommst du da nicht mehr raus. Dann ist Whisky nur noch dein einziger Freund und du vergisst dein Pferd. Da hast du kein Geld mehr, um dein Pferd Hafer zu kaufen. Und schon fängst du an, einen Zug zu überfallen oder so. Ja, wer weiß, wie sich das entwickelt. Für 3,50 Cent werde ich gesucht, oder was? Willst du mich veräppeln? Wanted. Gewaschen oder ungewaschen? Zum ranzigen Kojoten. Wo ist die Bardame? Ach du Schande, Alter. Schumi, Alter, das kann nicht dein Ernst sein, Alter. Oh Mann, Alter. Bitte nicht bannen. Ja, der Gesichtsausdruck. Aber die Proportion, ne? Genauso dieser krass maskuline Kojote hier. Und gerade heute schaut deine Oma schon wieder zu, ne? Ja, meine auch. Die dreht sich gerade im Grabe um. Die Zeit ist abgelaufen. Ja, wir sehen. Ja, wie soll man das sagen? Seestern-Style, Klopapier-Style. Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall ganz schön unförmig hier, das Teil oben in der Ecke. Das ist nicht Lucky Luke, das ist Lucky Tom. Was Lucky Luke auf Wish bestellt. Ich war die Vorlage für Lucky Luke. Ja, wir sehen hier ein kleines Wanted-Plakat von mir, aka Soap. Dann hier nochmal so ein aufblasbares Kaugummi-Pferd, ja. Ganz stolz im Sattel. Rob hat ein kleines Pony. Sweet. Es wird Zeit, dass du ins Bett gehst. Danke für dein Bild. Schumi. Sorry. Oh Mann, Schumi, Alter. Molotowski. 21. Der Style, der kommt hier einfach rein, so, ey, yo, 2 Whisky bitte. Ansonsten knallt's. Übertreib mal nicht, ja. Wir wissen gar nicht, wer du bist. Schönes Szenario, ja. Also, ich bin da richtig reingezogen in das Bild. Ganz schön verwackelte Backline. Schön rotzig. Wildschwein mit Tapirnase. Dinsky, übel. Also, von allen Bildern, eigentlich schon mit am besten. Es hat halt richtig Tiefe. Das sieht halt nicht nur so aus wie eine Kindergartenzeichnung, ja, sondern ich sehe hier einen Horizont. Die Figur steht richtig, das Haus, hinten noch Berge. Ja, was hast du gemacht? Warst du im Kunstunterricht gewesen letzte Woche oder was? Wild, Alter. Ballert, Alter. Farben auch gut. Der Saloon ist ein bisschen runtergekommen. Geil, hier auch so Schleifspuren von irgendjemandem, der hier abgeknallt wurde letztens. Irgendeiner, der reinkam und meinte, ey, ich bin jetzt der King hier in dieser Stadt. Und alle Toys. Denkst du, kannst dich verpissen. No Bullets. Was ist das? Die Ode in Braun oder was? Das in Western, ja, alles so Sepia-Optik war und alles so ein bisschen weniger farbenfroh, verstehe ich ja. Aber verdammt, wer hat hier das Scheiße-Silo ausgepumpt? Das ist hier alles voller Kacke. Warum ist das so braun? Gewinnerbild. Alles schon hier einig, oder wie? Das S ist auf jeden Fall richtig scharf. Ne? Es ist ja nicht mal ein S. Das ist ein S, wo ein Teil davon amputiert wurde. Hammer, dass man sowas abgibt. Only for the Cowboys. Was für ein geiler Laden, Alter. Das erinnert mich ans Rosis aus der Oranienstraße. So ein Laden, der innen nur mit rosa Flocati beklebt ist. Also Wände, Decke, als ob du so in Kuscheltier-Arsch hineingekrochen bist. So sieht es da aus. Dieser Laden, ich will gar nicht wissen, was das ist. Ja, guck mal, hier drin ist auch kein Licht an. Saloon-Style, schön in den Western, so halt mir vorgestellt. Diese Löcher in den O's. Also ich finde, die untermalen das halt noch so ein bisschen. Meine Befürchtungen über diesen Darkroom-Saloon. Beats 420, echt geil. Also Empor 84, Haunted Saloon, würde ich mal sagen. Gehst du da einmal rein, kommst du nie wieder raus. Junge, Alter, dein Linework, ne?
diese Arbeit, die du da reinsteckst, das muss auf jeden Fall honoriert werden, ne? Good boy. Das ist genau das, was ich meine. Guckt euch das doch mal an. Selbst wenn es hier bucklig ist und nicht alles passt, ja? Aber so sahen die Holzplanken doch damals aus. Meinst du, die hatten akkurate Bretter gehabt? Die Bude, die lebt auf jeden Fall. Genauso wie der Style. Alter, das S. So was aus Holz zu machen, ja? Bare Zimmermannskunst. Saloon. Mit drei O's oder zwei Augen. Weird heute auch. Auf jeden Fall seinem Style treu geblieben, würde ich mal sagen. Diese schön dicke, schmatzige Outline. Toys Saloon in Leuchtreklame. Das ist eigentlich ein Saloon aus der Neuzeit. Ja, also so stelle ich mir quasi so das Outback von Kalifornien vor. Ja, so zwischen Nevada und Kalifornien. Ja, auf so einer heruntergekommenen Landstraße. Ist halt so ein alter, geschlossener Saloon. So eine richtig abgefuckte Crackhöhle. Von außen halt übelst zugebombt. Natürlich alles verbarrikadiert. Keiner weiß, was da drinnen abgeht. Keiner weiß es. Ich weiß nicht, in welchen Saloon schlimmere Sachen abgehen. Hier in diesem Crack-Saloon von Weird oder in dem rosanen Saloon von Miezekatze. Boom, Alter. Was ist mit den Vögeln passiert? Geil, Alter. Hier auch noch die Peng-Effekte. Sehr, sehr schwer zu lesen, leider, ne, durch das Fill-In. Aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Junge, Alter, da muss man sich erstmal durchfühlen, ne? Also krasses Linework auf jeden Fall schon mal vorneweg. Stabiler Style dahinter. Doppel-O sowieso der absolute Knaller. Junge, ich komme mir vor wie damals auf der Grundschule zum Fasching, ja? Weil guck mal hier, beim S, da ist so eine Form. Das sieht so aus wie dieses Knallzeug, was man früher in dieser Revolver reingelegt hat. Ja, also, es gab ja auch so eine Knarren, wo man halt einfach nur so ein Band reingesteckt hat. Und dann hat man die halt einfach so abgeknallt, ne? Und das Band ist dann halt so durch die Knarre gelaufen. Und wenn es dann hinten rauskam, dann sah das so ähnlich zerwichst aus. Wildes Teil, Alter. Vom N einmal um den Style herum und es endet in drei Pfeilen. The Toy, The Bad and The Ugly. Alles in einem Bild drin, ne? Natürlich auch braun, ne? Westernbraun. Wummengrau, noch ein bisschen Pink und Gelb für die Harmonie und Westernrosa. Bei dem dritten Teil von Zurück in die Zukunft, Marty McFly kriegt doch hier von Emmett Brown halt so eine Western-Uniform. Und die war halt einfach so Pink, Rosa und Gelb. Genau das ist es. Und dann kommt er da in den Saloon rein, alle lachen ihn aus und fragen nach seinem Namen. Er meint, ich bin Clint Eastwood. Knallt, Digga. Schulzbus. GG, meiner. Gucken wir uns nochmal hier das Bild von ihm an. Junge, kann ja wohl nicht wahr sein. Erste Mal da gewesen, sofort ihn abgerissen. Also auf jeden Fall stylemäßig, fillenmäßig. Alter, das reiht sich hier auf jeden Fall in die Hall of Shame ein. Ja, also da stehst du mit den anderen Toys in der Ahnengalerie nichts nach, würde ich mal sagen. Ja, und mal wieder beweist sich das. Dass die Leute, die hier das erste Mal reinkommen, hier einfach rasieren. Ja, weil die sich da noch nicht zu sehr versteifen, sondern ganz locker rangehen. Ne? Und zack, Alter, guckt euch den Apparillo an. Ey, hier. Abonnieren und ein Kommentar. Gut. Aber Aktion hier im Western, würde ich sagen. Ich danke euch. Ja? Ich danke all den Toys im Chat. Oder im Discord, alle, die mitgemacht haben. Es ist ja hier keine One-Man-Show. Ohne euch funktioniert das nicht. Danke nochmal von meiner Seite. Ich bin euer Tumanda. Peace out. Bis nächste Woche. Das Gute ist, in den Western-STC darf ich rauchen, weil ich ein Cowboy bin.